Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Let's go! Im letzten Part haben wir in dieser Welt schon ein paar Sterne geholt und holen jetzt eigentlich den Stern, den wir schon vorhin holen wollten, aber es nicht geklappt hat, weil wir runtergefallen sind. Schade, sonst nehmen das noch ein Potenzial hat, dass man so oft runterfällt, ne? Vor allem, wenn die Uhr wieder schnell läuft. Aber ein gut geübter Spieler sollte das schon können. Also ich stelle mich wieder so dämlich an wie in Kurs 10, als ich gegen den Bully lame verloren habe. So richtig lame. Und dann in der Brieftasche krepiert bin. Schön, wenn wir das Projekt mal so langsam abschließen könnten. Wir haben noch andere Let's Plays noch in Planung. Zum Beispiel Jet Force Gemini. Ja, wenn das Projekt fertig. Mario, wieso bist du jetzt runtergefallen, ne? Wieso? Man wendet sich nicht gegen Familie. Was ich sagen wollte, wenn das Projekt fertig aufgenommen ist, dann kann ich mich dann um Chat for Scamming kümmern. Das wird dann ein... Ja, ich würde jetzt mal schätzen, das wird dann ein längeres Projekt. Und demnächst kommt dann auch Super Mario 74, der Hack von Luke Milord. Okay, das könnte jetzt böse enden, wenn ich es nicht schaffe, aber ich hab's geschafft. Oh, lieber keine. Okay, das ist jetzt dämlich. Dieser blöde Zeiger! Kann ich den ganzen Weg nochmal noch von vorne? Geil, ne? Am besten ich stirb noch an irgendwas. Ich weiß sowas, wir scheißen jetzt auf diesen Stern und holen einen anderen. Der ist nicht so weit oben. Echt, das frustriert mich jetzt auch schon wieder. Man muss improvisieren können. Vorausgesetzt, Mario macht nicht schon wieder dumme Faxen. Macht er jetzt in letzter Zeit sehr oft. Aber der weiß, welche Konsequenzen ihm blüht, wenn er so weitermacht. Dann wird er doch Luigi ersetzt. Da bin ich knallhart. So, und hoffentlich schaffen wir es jetzt. Am besten nicht, wenn der ganze Uhr stillsteht, weil sonst haben wir ein richtig mächtiges Problem. Okay, das scheint normal zu laufen. Oder doch wieder im Highspeed. Aber ich hoffe, dass wir mal diese Welt mal hinter uns bringen können. Da wäre dann nur noch eine weitere Welt und zwei geheime Sterne. Eine wird dann 7 Sterne, 6 reguläre plus die 100 Münzen und 2 geheime Sterne. Aber es sind dann jeweils 8 rote Münzensterne. So Mario, es wäre jetzt gut, wenn du nicht schon wieder runterfällst, ne? Also ich kann mir das hier auch nicht gerade. Alter, das war knapp.
Irgendwann sind wir jetzt dann auch wieder oben. Dann am besten ohne, dass man runterfällt. Und zu dieser Sicherheit mache ich jetzt ein Safe. Hast du jetzt davon? Dummes Spiel. Ja. Wahrscheinlich brauche ich den Safe State eh nicht. Aber trotzdem, man ist lieber vorsichtig als nachsichtig. Denn wir wollen nicht schon wieder den Weg nochmal nach oben laufen, ne? So, jetzt müssen wir auf den lamen Zeiger warten, der uns natürlich den Stern gekostet hat vorhin. Theoretisch ist es auch möglich, auch ohne den Zeiger an den Sternen anzukommen, aber das ist ein bisschen ein dreckiger Sprung. Ich krieg den leider in kürzester Zeit nicht hin. Und somit wäre jetzt auch Welt 14 abgeschlossen. Aber bevor wir uns mit Welt 15 begnügen, betreiben wir noch die letzte optionale Secret-Welt. Muss ich mal schauen, welches ist es. Ich glaube, das Lenken, ne? Sieht man dann jetzt gerade? Nein, das ist das Level. Regenbogenraserei. Gut. Dann machen wir halt dies zuerst. Jedenfalls nicht den ersten Stern, ne? Und in diesem Kurs ist es auch wieder einfach an 100 Münzen zu gelangen. Das hat wieder weitaus mehr, als man braucht. Nur der blaue Münzschalter ist ein bisschen trickiger als die anderen. Aber nichts im Vergleich zu dem einen blauen Schalter. Look me not tech. Was wir natürlich auch noch Let's Playen werden. Also seine Zeit. So, und hier oben ist der erste Stern. Wie schon gesagt, Reihenfolge ist was für Anfänger. Also können wir spätestens am Ende des am nächsten Part und schon um Bowser kommen. Und das Spiel sogar beenden. So. Aber bevor wir mit Kurs 15 weitermachen, können wir uns an den letzten Secret stellen, respektive den vorletzten. Der letzte ist ein drittes Bowser-Level. Kleiner Funfact, ihr könnt den Stern ohne die Flügelkappe nicht holen. Ich kann auch noch von einer kleinen Geschichte erzählen. Sagen wir mal so, der rote Schattenpalast ist der letzte Schattenpalast, den ich jemals gefunden habe, als ich das erste Mal durchgespielt habe. Ich habe einfach nicht gecheckt, dass man nach 10 Sternen in der Anfangshalle nach oben schauen muss. Ich habe das ehrlich nicht gecheckt. Ach, und hier ist übrigens die Kanone. Die werden wir auch zwingend brauchen, um an die restlichen Münzen dran zu kommen. Flügelkappe erneuern und dann die höchste Einstellung wählen und Feuer! So, da drüben ist noch eine zweite Kanone. Mit der kommen wir natürlich wohl bekannt noch höher hinaus. Ich weiß nur nicht, ob die Zeit weiterläuft, wenn man noch in der Kanone drin steckt. Was ist eine rote Münze hier in den Wolken versteckt? So, und die nächste die ist da oben. Und dann glaube ich, unten ist noch eine. Oder ne, die sind... Die ist, glaube ich, dort drüben, ne?
Nein, dort ist sie nicht. Oder ist die im Endeffekt wirklich oben? Kann gut sein. Dann brauchen wir nochmal die Kanone, sofern es noch schafft. Ja. Wie ich es vermutet habe. Die letzten zwei sind hier. So, jetzt will ich noch Flügelkappe 9, weil ich kenne das Spiel. Jetzt verarscht einen einfach mal. So, eine kleine Drehung. Und... ach. Frag mich nicht, wie Mario auf Wolken stehen kann. Er ist kein Pegasus-Pony. So wie Rainbow Dash, ne? Aber wie schon gesagt, Spielerlogik, die ergibt nie einen Sinn. Ja. So. Können wir uns jetzt noch um Welt 15, wenn es gut läuft, kann man die sogar noch in dem Part beenden, dann werden wir im nächsten Part nur noch mit Bowser beschäftigt. Wieso ich Bowser so ausspreche, das hat mit dem YouTube-Poop zu tun. So. Ja, jetzt gehen wir nochmal darüber und holen noch einen anderen Stern, als der eigentlich angezeigt ist. Die Welt werden halt von Mal zu Mal schwieriger. Aber es sind nichts vergleicht zu den Level, die Log Mellot erstellt hat in seinem Hack. Das werdet ihr noch früh genug sehen. Und für diejenigen, die noch eine Herausforderung brauchen, die können sich auch gerne mal an Kaiser Mario ranwagen. Okay, das ist jetzt ein bisschen Timing-Sache, ne? Warum? Das ist wieder typisch Mario. Oder typisch Controller. Gut, dann auf ein neues. Und dann kann Mario nicht ohne zu sterben auskommen, ne? Was mich interessieren würde, ist es auch gar möglich, von da oben rüber zu springen? Ich denke nicht. Nehmen wir halt den langen und beschwerlichen Weg nochmal. Nur weil Mario wieder mal es besser wissen muss und natürlich wieder Suizid begehen muss, weil. Ich will nicht! Der scheint da die Warnung vom letzten Mal vergessen zu haben. Dass er durch Luigi ersetzt wird, wenn er sich doch mal widerspricht. Also das ist jetzt dämlich. Alter, für so einen Stern so viele Probleme, das gibt's ja nicht. Ich könnte wieder ausrasten. Nein. Keine zusätzlichen Stunt-Einlagen mehr. Es reicht. Weißt du, an dieser Stelle würde ich gerne den Part wieder neu beginnen, aber ich bin jetzt schon wieder bei 14 Minuten. Thank you.
Nein! Das machst du jetzt nicht nochmal! So, dann kürzen wir halt hier ab. Drehen und der Stern gehört jetzt uns. Den wir schon seit 4 Minuten hätten bekommen können, wenn Mario nicht zweimal abgestürzt wäre. So, dann haben wir aus diesem externen Bereich ja alle Sterne geholt, die es zu holen gibt. So, jetzt gehen wir aber auf das Schiff. Ja, was sollte auch dazu schauen, dass ihr nicht so lange vom Teppich wegbleibt. Weil die haben gerne das Bedürfnis zu verschwinden, wenn sie lange nicht beritten werden. Wenn wir jetzt auch um den 100 Münzen Stern kümmern. So, hier kommt ein Lucky Doo noch. Mit seinen Stachelfreunden. Los, gehen wir zuerst mal in den externen Bereich. Und da noch ein paar Münzen abgrasen. Je mehr, desto besser. Und den weltbekannten Franzosen laut Rüdiger. Der macht jetzt gleich einen Abgang. Los, komm. Ich tue die nicht. So, erledigt. Hat schon wieder zu lange gedauert. Also ich kann jetzt schon mal safe sagen, dass mir im nächsten Part auch der letzte sein wird. Und ehrlich gesagt, auf die letzte Münze scheiß ich drauf. Was soll denn das denn jetzt wieder sein? Ihr solltet ja auch nicht so lange stehen, weil die fallen nach einer Zeit runter. Wenn ihr mit kleinen Sprüngen sie immer oben haltet, dann ist es ja gut. Ich glaube, da drüben hat es auch noch Münzen. Und einen Goomba. Den wir natürlich wieder zerstampfen. Wie ich es für einen Goomba gehört. Das ist auch der Grund, seit dem sie beim Paper Mario mit Peak-Helm rumlaufen. Außer man hat den Stachelschildort und dann nutzen ihm die Peak-Helme auch nichts. So. Ich will jetzt noch kein Risiko eingehen. Ich weiß keine unnötigen. Aber der Weitsprung geht gut. Außer er wäre jetzt auf den Rücken gefallen und runtergerutscht. Dann hätte es wieder einen Fail gegeben. Und da im Hintergrund sieht man schon das berühmte Schiff. Oh nein, es gehört nicht David Jones. Oh, hier noch ein paar Pop-Bombs. Okay. Sowas habe ich noch nie gesehen. Suizid-Bob-Bomb, der in den Abgrund stürzt. Ich glaube, der hat da wohl keinen Bock mehr, ne? Jedenfalls, wenn ihr die 8 roten Münzen sucht, die sind alle in diesem komischen Labyrinth. Okay, vergiss es, so kommst du nicht. Och. Stern 1 und 2, wahrscheinlich 3 und 4 sind halt ein bisschen noch nervig zu holen. Also respektive Stern 1 und 2 meine ich. Also respektive 1, 2 und 6. 3, 4 und 5 ist jetzt wenigstens noch einfach zu holen.
jetzt noch die letzte rote Münze. Vorausgesetzt, Mario fällt nicht wieder runter. Ja, genau, der macht das schon wieder. Am liebsten fällt er wieder runter. Oder knutscht die Wand. Aber das hilft dir alles nicht. Du musst den Auftrag ausführen. Sonst macht es dein lieber Freund und Bruder Luigi. So. Nehmen wir den braunen Schalter hier, der ist tricky. Weil ich da für die blauen Münzen Wandsprünge machen muss. Ich mache jetzt hier noch einen Sicherheitssafe. Genau deswegen. So. Das akzeptiere ich nicht, denn ich will wenigstens schon alle. Nein, das akzeptiere ich nicht. Okay, dass ich jetzt einen übersehen habe, das ist mir jetzt eigentlich egal. Und ist der Popon für die Kanonen. Das ist der sichere Weg nach unten. So, jetzt kümmern wir uns aber um Stern 1. Ach ja. Und den 100 Münzen Stern. Es ist sogar theoretisch möglich, am Stern 1 ran zu gelangen, ohne die Teppiche zu benutzen. Aber das erfordert sehr viel harte Arbeit und ausreichend Jumpskills. Und das kann ich nicht. Kann ich schon mal jetzt vorweg sagen. Aber der gute alte Lukmilotze hat es, glaube ich, versucht, so viel ich weiß. Es wäre nur schön, wenn die, wenn es nicht schon wieder lecken würde. Also muss ich kurz die Aufnahme pausieren und ein Programm ausschalten. Oder weißt du was, mit Scheißen aufstellen, also nehmen Stern 6. Ach, auf dieses blaue Feuer müsst ihr auch noch ein bisschen aufpassen. Oder da auf die Plattform. Die könnte euch theoretisch runterwerfen. Und wenn ihr unten landet, dann habt ihr wahrscheinlich sogar das Pech und landet noch weiter unten. Also falls in diesem Part ein paar Lags auftreten, ich kann nichts dafür. Ist nur so nebenbei aufgefallen, weil ich habe da auch noch OBS noch nebenbei am Laufen. Da sehe ich dann, ob die FPS und so. Und das haben wir respektive, wenn ich dann sehe, dass hohe CPUs auslastet, dann weiß ich, es laggt. Und ich hab's nicht gerne, wenn es die ganze Zeit laggt. So. So, jetzt auf dem Schiff, die paar Münzen. Gut, die Pop-Bombs bringen sich gegenseitig um. Nakto versucht mich abzuwerfen und hier ist übrigens die Kanone, die ihr braucht für Stern 6. Ihr müsst einfach hier durch den Regenbogenring schießen. Dann landet ihr normalerweise an der Stange. Den Chuck abwarten, die Box öffnen mit dem Sprungsalto und ihr erwischt natürlich den Stern beim Öffnen noch mit. Ich glaube, ich mache das Programm kurz aus. Kurzen Moment.
So, da kann es ja weitergehen. Er kann das wirklich nicht gebrauchen, wenn es dann bei der Aufnahme laggt. So, natürlich kürzen wir jetzt hier ab. Wir haben ja die 100 Münzen ja mit eingesammelt. Da können wir jetzt auch ein bisschen abkürzen. So. Dann kümmern wir uns zuerst um den 8 roten Münzenstern. Der geht natürlich noch schnell. Hier ist Münze Nummer 1. Hier oben ist Nummer 2, natürlich dort hinten. Wenn ihr natürlich mit dem Weitsprung den Wandsprung macht, dann habt ihr noch eine höhere Geschwindigkeit. Da ist Nummer 3. Lassen uns natürlich wieder vom Feuer verbrennen. Mario war unartig. Hier ist Nummer 4. Kann man einfach drüber laufen. Lassen uns nochmal verbrennen. Weil Mario es immer noch nicht kapiert hat, dass man sich nicht gegen die Familie wendet. Ist Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7 und dort drüben noch die Nummer 8. Und er will schon wieder einen Sprung zu weit machen. So. Damit definitiv im nächsten Part den Final Bosskampf gegen Bowser. Einen sollte noch reichen. Wenn es ganz schnell geht, ja. Dann müssen wir wieder aufs Schiff. Und den Nacken ignorieren wir jetzt mal. Kommt. Wird wieder so sein, dass ich den Part wieder überziehen muss. Aber das ist jetzt eigentlich auch egal. Also ich hasse solche Szenarien, wo man einfach warten muss. Ich glaube, auf den Teppich könnten wir jetzt auch sogar ignorieren. Und da ist der Lucky Dude noch einmal. Bei Kaiser Mario muss man immer solche Sprünge drauf haben, weil das schon zur Routine wird, ne? Kann man sehr gut vorstellen, ne? Ich höre natürlich den Lucky Dude noch im Hintergrund. Ja, mit dieser Perspektive ist es doch besser. Es wird mal typisch. Es wird mal typisch. Okay, dann beenden wir halt den Part an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, der auch voraussichtlich der letzte ist. Tschüssikowski.